Hallo zusammen. KochTV ist heute am Gocher Kastell, um bei der Springtime mal hinter die Kulissen zu gucken. Kommen Sie mit! Grüß Gott, ich bin Theodora Gerhardt. Ich bin Professorin für Violine am Königlichen Konservatorium in Den Haag, Holland. Wir sind auch Universität der Künste und wir haben Zusammenarbeit mit der Uni in Leiden. Und ich bin Dozentin hier für alle jungen Geiger, die hier da sind. Für meine Gruppe und mein Quartett und die Kammermusikgruppen. Schön, ne? Das ist das lokale Fernsehen, von dem ich erzählt habe, wo dann der Facebook-Eintrag kommt. Hallo. Sie ist ganz begeistert von den Erlebnissen hier. Ja, es war wunderschön. Ich bin Gastvater. Ich habe zwei Mädels zu Gast, zwei Cellistinnen und das funktioniert wunderbar. Ja, ich bin also musikbegeistert und ich freue mich über jedes Konzert, was hier stattfindet. Selbst eine Probe ist eine totale Bereicherung, wenn man sieht, wie diese Kinder, wie talentiert die sind und wie die zusammenspielen, das ist einfach einmalig und das ist eine totale Bereicherung für unsere Heimatstadt Goch. Also Kinder, die immer Jugendmusiziert gewinnen, sind plötzlich unter gleich guten Kindern und müssen sich jetzt im Team behaupten. Es sind immer 15 polnische, 15 niederländische und 15 deutsche Kinder. Das ist also auch vom deutsch-polnischen Jugendwerk so gewünscht, dass das gleiche große Gruppen sind. Es geht darum, dass die Polen einen Austausch haben mit uns und mit einem Drittland. Also wir haben jetzt die Niederlande dazu genommen, schon wegen der Grenznähe. Wir könnten auch ein anderes Land nehmen, aber es hat sich also so herauskristallisiert, dass die dann auch viele in Verbindung bleiben. Ne? Die deutschen Kinder mit den niederländischen sowieso, aber auch die polnischen Kinder treffen sich später noch im Berufsleben oft mit den ehemaligen miteinander. Alexandra Althoff. Gabriela Baldassar. Silvia Patschikowska. Marie Weidemann. Salome Bonnemann. Rosa Burger. Julian Czabuszko. Kadacida Dobosz.
Madagetska. Matthäus Stetzel. Susanna Bachwinska. Peterson Götz. Vielen Dank. Kaya Gür. Dominika Gustav. Anna Haas. Marie Janine Haas. Schön. Johannes Hannemann. Johannes Karlweil. Job Kengel. Iris Kengel. Dorota Kolinek. Camilla Schonkara. Susanna Maski. Mira Bartow. Roberto Michels. Jonas Müller. Johanna Mohrmann. Danke. Alexandra Boas. Zoe Nagel. Lukas Neuhoff. Wieder gesund. Morgan Penny. Magieta Anna Ventorva. Dankeschön. Nasa Büster. Wojciech Brasch. Alma Runde. Dankeschön. Caroline Schell. Dankeschön. Emilia Schlapa. Nadja Delikate. Dankeschön. Camilla Türek. Lende van Dijk. Dankeschön. Luna van Leuven. Dankeschön. Iris van Nuland. Dankeschön. Julia Wachowski. Vielen Dank. Und Ikira Worte. Also die Stringtime ist für mich ein absolutes Anliegen, weil mein Leben oder durch mein ganzes Leben zieht sich die Beschäftigung mit jungen Leuten. Es kann gar nicht früh genug sein, dass man die Kinder wirklich auf hohem Niveau unterrichtet. Wenn man erst anfängt, wenn jemand beginnt mit dem Studium, ist meist schon zu spät. Man muss mit den Kindern sehr zeitig beginnen und ein ziemlich hohes Niveau erreichen, noch bevor das Studium beginnt. Dann ist der Weg zum Berufsmusiker eigentlich geebnet. Und das ist es, warum ich mich hier auch für dieses Stringtime so engagiere. Wo ist mein Name? Dozentin für Violine. Und ich unterrichte hier die Kinder, die bei Stringtime sind, die begeistert sind, bei der Musik zusammen zu musizieren. Und wir versuchen ihr eine Woche Zeit ganz intensiv und kurz zusammen, gemeinsam Kammermusik, Orchester, Solo-Repertoire, alles Mögliche zu erarbeiten. Und da versuchen wir natürlich in Ganzheit zu betrachten und wir versuchen auch die Kinder zu fördern und auch Freude weiter zu vermitteln. Mein Name ist Thomas Strahl, ich bin Professor an der Universität Frédéric Chopin in Warschau. Ich unterrichte Fach Cello und ich unterrichte hier in Goch seit 1995, das war das erste Mal und zweite Mal ein Jahr später und nach der 10-jährigen Pause. Ich unterrichte seit 2006 bis heute und ich bin sehr, das ist wie eine große Ehre und Freude, hier zu sein und unterrichten. Das ist ein Ausdruck für mich, das ist ein echtes Beispiel, eine EU-Union-Idee, dass drei junge Nationen, polnische Kinder, deutsche Kinder und
niederländische Kirche. Kinder spielen, laufen, sprechen zusammen ohne negative Stereotypen und haben in Zukunft eine schönste Erinnerung. Ich möchte dazu dabei ansagen. Ich heiße Kristina Makowska-Wabrinowicz. Ich bin Professor Universität für Musik Friedrich Chopin, Universität für Musik in Warschau. Ich komme seit 22 Jahren hier nach Goch und ich freue mich immer hier zu sein. Es ist wirklich eine sehr große Chance für junge Musiker aus Deutschland, Holland und Polen, die hier studieren während Ostern. Und sie haben viele Möglichkeiten mit verschiedenen Professoren zu studieren. I'm a professor of University of Music in Warsaw, and now I'm at 10 years in the string time. The first time, 10 years ago, I'm going to Goch after the death my professor, Mirosław Awrynowicz, who was then string time into first time. I'm a violinist and chamber music, and I'm very happy that I may work in string time every year, chamber music, solo player, and orchestra music. It's fantastic. That is fantastic experience, and so all the best. I wish all the best for the next year. Thank you. Gut, mein Name ist Georg Michel. Ich bin Streicherlehrer, genauer gesagt Violinlehrer, Gründer der Halden Strings hier in der Nähe von Goch. Und eines Tages ergab es sich, dass ein polnischer Kollege einen Meisterkurs an der Kreismusikschule Kleve gegeben hat und Schülern von mir ein Stipendium in Weinsud, das ist die Partnerstadt in Polen, gegeben hat. Und durch diese Begegnung sind wir auf die Idee gekommen, das ist also Bogusław Jan Strobel, hier kein Unbekannter, der das Camp Kleve, Music Camp Kleve ins Leben gerufen hat, den Kleve Klaviersommer und all diese Dinge, und ein sehr rühriger Mann. Und der Vorgänger im Amt von Herrn Kleinen, Helmut Linzen, wir haben also zu dritt die Idee entwickelt, die Stringtime ins Leben zu rufen. Als Begegnung junger, talentierter Streicher aus den Niederlanden, durch die Nachbarschaft zu den Niederlanden, aus Deutschland und aus Polen. Und ich bin sehr froh und sehr stolz, dass es das immer noch gibt und so ein gutes Projekt geworden ist. Ja, mein Name ist Annegret Volkmann, ich bin hier aus Goch und ich habe dieses Jahr einen kleinen polnischen Jungen als Gastkind und er ist jetzt 11 Jahre alt und er spielt Geige. Ich persönlich höre sehr gerne Geige und überhaupt klassische Musik sehr gerne und ich mache das dieses Jahr schon, ich würde sagen, das 7. Mal. Ich habe schon ein paar Mädchen vorher gehabt, auch aus Polen, und dieses ist jetzt der 2. Junge, den ich habe. Und es gefällt mir sehr gut, gerade mal einen Jungen zu haben, obwohl ich mit meinem Partner nur Mädchen hatte. Deswegen haben wir anfangs immer nur Mädchen genommen. Aber jetzt mit den Jungs gefällt es mir besonders gut. Es ist mal eine neue Erfahrung. Und jeden Morgen das Kind hier hinbringen, nach dem Frühstück hier hinbringen und abends dann wieder abholen. Die Konzerte sind immer sehr schön. Es macht wirklich viel Spaß und ich kann auch allen empfehlen, die sowas mal in Gedanken vorhaben, machen Sie es. Ich bin Roberto Michel. Johannes Kalbert. Morgenschein. Also ich hab die Geige angefangen, weil ich am Anfang ein Konzert gehört habe, wo Geige und Klavier gespielt haben. Und das war so, als ich 3 war und dann wollte ich Geige anfangen. Und dann hat meine Mutter aber gesagt, dass ich Klavier spielen soll, weil sie Klavier spielt und meine Oma auch Pianistin ist. Und aber ich wollte die Geige spielen und dann habe ich halt die Geige gespielt. Und dann spiele ich halt bis jetzt und mir gefällt das.
weil dann erinnert man sich immer irgendwie besser, finde ich. Und auch an die Stücke und so. Und die sind auch schön, da kann man eine Botschaft überbringen, halt nur mit den Tönen, das finde ich toll. Also ich mache auch total gerne Musik, das macht mir sehr viel Spaß. Meine Schwester hat Geige gespielt und ich wollte das eigentlich auch spielen, aber ich habe mir gedacht, Cello ist doch irgendwie schöner und in unserer Nähe gab es auch eine Musikschule. Ich dachte, ja, dann mache ich mal Cello. Ich war da bei der Tag der offenen Tür, war ich auch die ganze Zeit beim Cello. Ich fand das so schön und dachte mir einfach, das ist ja ein tolles Instrument, habe mir viele Konzerte so angehört und ich finde es einfach ja, richtig schön. Man kann, ich habe auch irgendwie gemerkt, so in der Schule wird man auch viel besser, wenn man einfach was mit Musik macht und so. Das ist einfach total Spaß. Ja, auch was er gesagt hat, also es macht einfach Spaß. Und also ich spiele Geige und ich habe das auch angefangen, weil meine Schwestern es gespielt haben. Und deshalb habe ich das, fand ich das immer, ich habe immer zugehört und das fand ich immer gut. Die berühmte Familie Penny war das. Hallo, mein Name ist Ingeborg Schauk. Ich habe hier die Catering gemacht für die Kinder, das Essen gereicht, die Getränke, Kaffee für die Erwachsenen. Ich mache es immer gerne, weil es Spaß macht und mit den Kindern so. Das ist einfach immer gut. Super. Vor 20 Jahren sind meine Frau und ich angefangen, oder mit Beginn der Stringtime, haben wir die ersten Kinder aufgenommen. Der Hermann Josef Klein gefragt, ob wir auch mal eine Pizza backen könnten. Da habe ich gesagt, wir haben so eine super Kombo, oder das hat sich angeboten. Und deswegen hat sich das so ergeben, dass wir das hier jetzt zum zweiten Mal machen.